Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raki. Grounded mit dem Raki. Da kommen zwei Marienkäfer, die ich nicht haben möchte. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie man da hochkommt, ne? Jetzt muss ich mich mal eben orientieren. Aber ich glaube, hier ist irgendwie so eine Stelle. Da kann man dann rüberhüpfen. So. Genau. Da bin ich jetzt rübergekommen und dann kann man hier irgendwie da hoch. Irgendwie hoch, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Da kann man hoch. Da muss ich nur da hoch irgendwie, ne? Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, das ist tricky, aber das geht. Ne, da nicht. Okay, da geht's nicht. Von da hoch? Ne, hier kommt man nicht hoch. Ich muss ein bisschen rumprobieren, ne? Wir werden ein bisschen rumprobieren müssen. Hier sind irgendwie Pilze. Oh, hier sieht's nicht. Oh, hier sind schwebende Steine. Auch immer gern gesehen. Raw Science ist hier. Hier ist ein Blatt und da ist irgendwie. Oh ja. Hier ist irgendwas Komisches. Was ist das denn hier? Ach, das ist der Handschuh. Ah, hier ist Raw Science drauf. Vergessener Gartenhandschuh, ne? Den musste ich auf jeden Fall noch finden. Sehr gut. Und 100 Raw Science im Grunde. Guck mal, wie geil der aussieht, ne? Der sieht echt cool aus. So ein vergessener Gartenhandschuh, ne? Da wollte ich eben drauf. Das habe ich geschafft. Und da ist irgendeine Packung mit irgendwas. Da möchte ich auch gerne drauf. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man denn da am besten hin, ne? Am besten da, glaube ich. Darüber. Ja, das müsste gehen. Und dann kommt man nämlich auch zu den Termiten hoch, ne? Hier ist der Aufstieg, ne? Da möchte ich hin. Okay. Also nennen wir das Ganze hier Aufstieg zu den Termiten. So, das hat schon mal gut geklappt. Okay, hier kann man drunter gehen irgendwie, glaube ich. So. Und jetzt ist hier irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was da drin ist. Was steht da drauf? Hot. Ach so, das sind diese Hot. Diese Bonbons, ne? Ja. Okay. Und da geht's zu den Termiten hoch, ne? Da müssen wir hoch. Ja. Und dann ist die Frage, ne? Aber ich habe ja meine Waffen, 64 Pfeile, eigentlich müsste alles klappen. So, dann kann man nämlich hier wunderbar hochlaufen. Oh, hier ist, oh. Hier sind diese Splitter, die habe ich noch nicht freigeschaltet, da kann ich noch nichts machen. Ich brauche nämlich, um die Splitter herzustellen. Oh, jetzt sind wir zum ersten Mal hier. Guck mal, hier ist eine dicke Axt, ne? Oh, die sieht ja mega gut aus. Guck mal, da sind Pilze. Jetzt sind wir hier in dem neuen Gebiet, ne? Da ist auch ein Eingang, da könnt ihr sehen, da sind die Eingänge zu diesen Termitenlöchern. Da ist Raw Science, könnt ihr das sehen? Da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin, aber hier sind auch wohl Moskitos und sowas. Und da steht dieses Fahrrad. Sam Squench. Number two sozusagen, ne? Und da ist die der Gartentisch. Und da sind die Termiten. Das könnte ich natürlich von hier einfach darüber segeln. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann versuche ich die von da fertig zu machen. Aber da müsste ich im Grunde Glück haben, ne? Ein bisschen. Oh, und da oben kann man auch noch hin. Und guck mal, da ist noch eine Tüte und sonst noch was. Ich glaube, da ist der Gang. Da ist der Gang zu den Termiten. Und da sind auch welche, ne? Guck mal, da hinten ist eine. Aber ich muss irgendwie. Ich muss aufpassen, ne? Weil die sonst erwischen die mich. Ach, da unten ist eine. Ach, guck mal, da ist die Station. Da muss ich hin, ne? Forschungsstation. Da muss ich hin erstmal. Und da unten kann ich ja auch reinlaufen, ne? Ich glaube, dann laufe ich da in den Termitenbau rein. Und da hinten, ja, mit dem. Also erstmal muss ich hier runter. Nützt alles nichts. Ich muss natürlich erstmal hier runter. So. Weil ich muss erstmal in die Forschungsstation. Da liegt nämlich garantiert noch irgendwas. Oder vielleicht auch nicht. Nur hier liegt nichts. Na gut. So, was suchen wir denn? Quarzit suchen wir. Ja, dann suchen wir. Hier ist nicht so viel, ne? Okay. Hier kann man nichts suchen, nichts finden. Analysieren kann ich auch nichts. Okay. Also muss ich doch da runtergehen. Raw Science. Ja, da oben war es drin. Und da ist der Eingang, wo ich eigentlich hin will, ne? Dann laufen wir mal da zusammen hin. Laufen wir mal da zusammen hin. Ups. So. Hier geht's rein. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ne? Wenn wir das erste Mal mit Termiten zu tun haben, wird nicht leicht, ne?
Da müssen wir gucken, dass wir so Möglichkeiten finden, wie wir so sozusagen erhöhte Gebiete finden, ne, wo wir dann irgendwie abhauen können. Also ich muss die locken und dann muss ich irgendwo drauf springen, damit sie mich nicht beißen können. Ne? Weil die sind schon recht gefährlich. Recht gefährlich. Und vielleicht sollte ich mir auch erstmal so eine kleine Möglichkeit bauen. Kann man da eigentlich auch drauf? Auf das Ding? Also hier drauf. Na klar, kann man da drauf. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das sieht auch mega aus. Kann ich hier auch drauf laufen? Alter Schwede, hier kann man auch drauf laufen, auf der Speiche. Das ist ja gruselig. Alter Schwede, wie bin ich jetzt wieder hier hochgekommen? Naja, man probiert halt alles aus, ne? Aber schon cool. Muss ich das auch entdecken? Na, Bienchen? Ich habe ja noch ein bisschen Gleiter, ne? Ich kann natürlich jetzt hier rum. Also ich glaube, hier kommt man auf die andere, auf den anderen Steg komme ich auf jeden Fall rüber und da hoch. Aber das bringt mir nicht viel. Und da runter muss ich natürlich mal versuchen, aber es bringt natürlich auch nicht so viel. Hm. Oh, vielleicht komme ich hier auf dieses wunderschöne Pflänzchen. Ah ja, bringt mir auch nicht so viel, ne? Jetzt komme ich auf die Achse. Cool. Bringt mir auch nichts. Upsi. Und dann hier auf dieses Fahrrad. Auf diese Scheibe hier. Bringt mir auch nichts. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, sonst falle ich runter. Ah, nee, das bringt mir nicht so viel. Okay, dann muss ich doch runterspringen. Oder hier auf der, da runterlaufen kann man. Okay, das bringt nicht viel, ne? Ich brauche so eine Erhöhung, wo ich gegen diese Viecher kämpfen kann, ne? Ja, denn hier irgendwo sind die. Irgendwo sind die und dann wollen die bestimmt mein Bestes, ne? Die wollen mein Bestes. Also, ich werde mich erstmal den Termiten stellen, glaube ich. Ich überlege nur gerade, ob ich mir irgendwo so ein Schlafding bauen kann. Warte mal. So Zelt, ne? Kleeblatt und Sprössling. Kleeblatt und Sprössling. Wo können wir das denn am besten hinsetzen? Da sind Pilze. Hupsi, da ist eine, ne? Ja. Muss ich gucken, dass ich hier irgendwie raufkomme. Oh, mit zwei Mann kommen die gleich. Hallo. Oh, na? Ne, ihr müsst nicht weglaufen. Bleibt mal schön hier, ne? Nein! Ich muss auf eine Erhöhung. Oh Gott, oh Gott. So, die hätte ich geschafft. War gar nicht so schwer, ne? Man muss, ja, Fernkampf ist gut, Leute, ne? Fernkampf ist super. Muss man auf jeden Fall machen. Nur pennen kann ich jetzt nicht, wieder nicht. Ich habe gedacht, ich könnte, ne? Kann ich leider nicht. Jetzt ist die Frage, ne? Wenn ich hier nicht pennen kann. Ach, der Renner wieder. Der zischt der ab, ne? Ist echt ein Flitzer. Jetzt überlege ich gerade, wie ich hier wieder rauskomme am besten. Da muss ich hoch, ne? Genau, da kommt man natürlich nicht hin. Von so einfach, also einfach hin. Vielleicht, warte mal, wenn ich jetzt hier. Hier muss ich auf jeden Fall zurück. Und da ist dieser Aufstieg. Doch, da komme ich wohl hoch, ne?
Oh, hier sind keine. Sind hier Kleeblätter? Ja, zumindest kann ich da oben gucken, ob es Kleeblätter gibt, ne? Hier ist natürlich so ein cooler Aufstieg. Ich könnte mir höchstens das Raw Science da holen. Hier kommt man wunderbar zur Station, ne? Schon mal gut. Gucken wir mal, wo hier Raw Science ist. Quatsch. Raw Science, was rede ich denn? Klee. Ah, hier vorne ist Klee. Ja. Also hier vorne quasi. Beim Gartenhandschuh. Upsi. Der Gartenhandschuh, der ist da vorne. Ach, da unten war Klee. Da unten war Klee drin. Hä, das ist ja ungünstig eigentlich, ne? Ja, Freunde, so sieht's aus. Jetzt laufe ich mal hier rüber. Über den wunderschön geblümten Gartenhandschuh. Oh, hier ist ein... Ein Milchmolar. Oh, da ist er ja. Oh ja, den will ich haben, ne? Den holen wir, glaube ich, noch. Night Mode. Kacke. Jetzt muss ich eigentlich schlafen. Ich kann ja hier bleiben einfach. Ich kann natürlich auch einfach zurücklaufen zu unserer Schlafstätte. Ich glaube, das könnte ich auch machen. Genau. Hier ist die heiße Quelle. Wenn ich hier rüberlaufe, darüber, komme ich zur heißen Quelle und nach Hause, ne? Und den Milchmolar holen wir uns dann später. Später, Peter. Denn da komme ich eigentlich nicht mehr raus. Ich glaube, ich springe hier rüber. So. Dann laufen wir mal nach Hause. Oh. Oh, aua. Ja, der wollte mich nicht nach Hause lassen. Da kann man. Oh, hier kann man nicht gut springen. Ein bisschen hier rumlaufen. Ist ja auch noch ein Handschuh. Ist der gleiche, ne? Oh, Raki, du bist doof, ne? Das hast du jetzt nicht so schlau gemacht, aber wir werden uns schon noch retten. Da ist wieder der Renner. Der rennende Renner. Und hier kann man drüber springen. Und da ist ein Zahn. Da ist noch einer oder der gleiche oder keine Ahnung. So, jetzt bin ich hier am Kaugummi. Ach, guck mal, da ist auch Kaugummi, ne? Komm ich darüber? Aufgebraucht? Nee, fast. Oh, und hier ist Raw Science. Oh nein, ist ja cool. 100. Raw Science habe ich noch gar nicht gesehen. Das weiß ich gar nicht genau, wo ich bin. Ist auch egal, ne? Warte mal, darüber muss ich... Sieht mega gut aus, ne? Hier in der Nacht. Muss man echt sagen. Ich glaube, hier wird man gebrutzelt. Und da sind noch Wolfies, ne? So. Ja, jetzt laufen wir mal hier hoch. Ich glaube, ich würde jetzt mal langsam nach Hause gehen. Denn ich habe ja diese neuen Termitensachen bekommen. Die muss ich natürlich erstmal analysieren gehen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Schauen wir mal weiter. Vielleicht nochmal, kann ich ja vielleicht irgendwie...
muss ich mal eben mich orientieren. Warte mal, wo ich hier stecke. Da ist die Forschungsstation. Und, ach so. Ach so, da ist Frankenlein schon. Ach so, cool. Ja gut, da kann ich ja darüber springen. Ne? Ach, hier ist die Treppe. Ah, verstehe. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ne? Sehr gut. Da ist da hinten auch die Schlafstelle. Dann kann ich da auch pennen so lang. Da bin ich nicht mega sicher. Aber das ist schon okay. Und dann würde ich von da, da ist die Schlafstelle. Ne? Da habe ich einfach mal drauf gemacht, ganz am Anfang. Ne? Und die kommt uns jetzt zugute. Da können wir jetzt einfach pennen. Mach mal Raw Science. Ui. Oh, das Inventar voll. Habe ich noch was zu essen mit? Ja, klar. Dann haue ich mir den Weevil mal rein. Ich muss sowieso mal essen, stelle ich gerade fest. So, dann schlafen wir mal. Und 6.10 Uhr ist gut. So, Freunde. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, laufe ich mal nach Hause zum Strandpalast. Leider können wir ja noch nicht besser dahin als laufen. Das müssen wir auch dringend ändern. Ich kann natürlich einfach hier rüber springen. Zurück geht's leider noch nicht. Da muss ich hin. Aber ich kann auch hier runter, ne? Eigentlich ist ja auch Quatsch. Ich kann ja hier runter. So. Da ist ja der Frankenline. Da muss ich auf jeden Fall hin. Dann bin ich ja da. Am Außenposten Frankenline. Und von da kann ich ja nach Hause schwimmen quasi. Da habe ich jedenfalls zu essen. Jetzt habe ich schon wieder Hunger, ne? Der hat immer Hunger, der Bursche. Ja, dann ist das mal hier. Und trinken gibt es beim Frankenline ja auch. Ja, dann würden wir das analysieren. Dann gehen wir dann zum Burgel, analysieren das Ding. Und dann gucken wir mal weiter. Ne? Jetzt würde ich hier mal runter hüpfen noch. Leider ist der... Oh, Scheibe. Hat ordentlich Schaden genommen. Geht noch. Na gut, ich werde ja jetzt geheilt, weil ich jetzt essen werde und trinken. Vor allen Dingen, weil ich esse. Ne? So, rein in die gute Stube. Nochmal was essen. Ne? Wo ist denn das Älteste? Da... Das muss weg. Sind alle gleich, ne? So, jetzt muss ich mal eben was nachschauen, wenn ich jetzt was basteln möchte. Ne? Jetzt möchte ich gerne... ich möchte gerne diese Termitenaxt machen. Da brauche ich Termiten, habe ich alles. Und Käferschleim. Ich glaube, den habe ich hinten, ne? Ja, dann würde ich sagen, schwimme ich jetzt mal rüber. Wir sehen uns dann hinten. Und... dann probieren wir das Ding aus, ne? Dann bauen wir uns die Termitenaxt auf jeden Fall. Okay, also sag ich nochmal, bis gleich. Hm, cool, wie die sich aufregt. Ja, Freunde, wir sind schon zurück, ne? Ich renne jetzt mal hier rein in unsere wunderschöne Stätte hier. Und dann gehen wir zum Bürger. Ich trinke nochmal ein bisschen was. Hier gibt es ja auch zu trinken, Gott sei Dank. So, jetzt rutschen wir eben rüber. Ich muss mir echt mal überlegen mit den Verbindungen in die neuen Gebiete, ne? Damit das schneller geht. Weil in-game bin ich dann ewig unterwegs. Ihr kriegt das dann nicht mit, schneidet das ja immer raus. Aber ich bin dann echt eine ganze Zeit unterwegs. Muss ich mir echt ein bisschen einfacher machen und die Verbindung dahin bekommen. Zumindest zurück, ne? Dass man zum Baum wieder kann oder so. Oder sogar hierhin. Na, schauen wir mal. Mach mal Anrufe. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich wollte jetzt schon runterspringen, aber ich habe ja meinen Flieger, den letzten Flieger verbraucht. Ne? Deswegen brauche ich eigentlich einen neuen. Ich guck mal, ob ich hier noch einen habe. Ah ja, da ist einer. Guck. Dann nehmen wir... Ups, nein, nicht da. Da war einer, ne? Den nehme ich gleich und den rüste ich auch sofort wieder aus. Den rüste ich gleich wieder aus. So. Gut. Okay, sind wir zurück, Leute. Und jetzt bauen wir uns, würde ich sagen... Ja, das Katana-Ding würde ich auch gerne bauen. Dafür brauche ich aber noch hier diese Kohlenbrocken. Als nächstes machen wir erstmal die Termitenaxt. Dafür haben wir alles da. Aber genau das, liebe Freunde... machen wir dann in der nächsten Folge, direkt am Anfang. Da bauen wir uns unsere erste Termitenaxt. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle. Macht's gut, euer Raki. Tschüss.